Hey Leute, das ist ganz Hyam, willkommen bei WTN Germany. Arbeitsunfall in Ganderkesee, Mann gerät in Wickelmaschine und stirbt. In Ganderkesee im Kreis Oldenburg ist ein Mann am Dienstagabend bei einem Arbeitsunfall gestorben. Der 42-jährige Mitarbeiter eines metallverarbeitenden Betriebs war aus noch unbekannter Ursache in eine Wickelmaschine geraten. Dabei wurde er eingeklemmt. Der Mann starb mit schweren Kopfverletzungen noch am Unfallort. Weitere Mitarbeiter, die während des Unfalls anwesend waren, mussten anschließend durch ein Kriseninterventionsteam betreut werden. Die Polizei und das Gewerbeaufsichtsamt haben Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. 42-Jähriger geriet in Wickelmaschine. Mann wurde in Maschine eingeklemmt. Unfallopfer erlitt schwere Kopfverletzungen. Hey guys, this is Ghanshyam. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.